Let's look at. Diese ist Project Hell. Ich verfehle den Rhythmus. Aber das ist auch egal. Denn es ist kein Karaoke. Wir stellen hier ein Spiel vor. Mal sehen, wie es wird. Es heißt, wie gesagt, Project Hell und ist damit das dritte im Bunde, das im Titel den Namen Project trägt. Aber hier ist es durchaus Absicht, denn es ist nicht der eigentliche Spielname, sondern wirklich nur der Projektname. Ja, ein Spiel von einem, ich glaube eher, halbwegs anonymen RPG-Maker-Bastler, der gerne von mir hören würde, ob er mit seinem Spiel in die richtige Richtung geht. Und wenn nicht, kann er ja immer noch was dran ändern. Jo, fangen wir doch mal beim Titel an. Beim Titel meine ich natürlich. Musikalisch, Bombe. Und grafisch, Bombe. Nein, ernsthaft, gefällt mir. Was gibt's noch zu sagen, außer, das ist keine Demo, es ist keine Vollversion, es ist einfach nur ein Zwischenstand. Und den werden wir uns jetzt ansehen. Doch zuvor muss ich meinen Zeigefinger und meinen Mittelfinger erheben. Erhebe ich sie beide gleichzeitig, ziehe ich Karten aus meinem Yu-Gi-Oh! Deck. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte ein wenig mit meinen Zuschauern meckern. Und zwar mit denjenigen, die zum Beispiel unter dem letzten Let's Look At wirklich bösartige Sachen schrieben. Vor allen Dingen, wenn ihre Sätze das Wort Scheiße beinhaltet haben. Darauf stehe ich überhaupt nicht. Und Angriffe gegen den Entwickler lösche ich konsequent. Okay, konstruktive Kritik ist okay, aber ihr müsst euch nicht auf meinen Stil einlassen. Während ich ein Spiel spiele, habe ich nicht 10 Minuten Zeit, bevor ich etwas sage. Deswegen denkt nach, bevor ihr eure Posts verfasst. Ich wollte ein anderes Wort sagen, was nicht gepasst hätte. Ich habe mich nochmal gerettet. Also, bevor wir in dieses Spiel einsteigen, noch eine allerletzte Sache. Es ist gut. Es gibt nur eine Sache, die wirklich furchtbar ist und wo wirklich dringend jemand drüber lesen sollte, wo er sich wirklich jemanden beschaffen sollte, der es überarbeitet. Denn alleine die Fehler zu nennen, reicht nicht. Da muss wirklich jemand drüber arbeiten. Da braucht ihr einen Partner. Und zwar die Rechtschreibung. Die Rechtschreibung und die Grammatik und die Interpunktion. Grauenvoll. Alleine dafür sollte er zur Hell fahren. Ansonsten ein gutes Spiel, ein lustiges Spiel. Und wir werden es jetzt mindestens eine Stunde lang spielen. Schauen wir mal rein. Ach ja, und genau deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr auf Rechtschreibung, Grammatik oder Interpunktion eingehen. Denn ihr werdet es ja selbst sehen. Okay. Ich bin sehr gespannt. Das ist Project Hell. Das geht auf die Stimme. Vorgeschichte ansehen. Das ist jetzt eine Information, die in grün für mich, die gehört natürlich nicht direkt zum Spiel und deswegen kann man sie auch nicht kritisieren. Vorgeschichte ansehen dauert nicht lang und beinhaltet keine leeren, sinnlosen Phrasen wie zum Beispiel Ich AG Game Studios Presents oder so. Was ich gut finde und ehrlich gesagt, ich mag die Vorgeschichte. Ja, oder ja so. Wenn ich auf Nein gehe, bin ich ein sehr trauriger Smiley. Deswegen gehen wir auf den freundlichen Smiley. Apropos, das ist auch wieder eine Information für mich. Die folgenden Szenen regen bewusst stark zum Fremdschämen an. Entschuldigung. Es handele sich hierbei nicht um den Humor des Autors, sondern um die Charakterisierung einer Persönlichkeit. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, Moment, Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik? Hier ist doch alles in Ordnung. Ja, noch. Vielleicht ist sie im späteren Verlauf sogar Absicht. Also dann viel Spaß mit Project Hell. Seht ihr, ohne X. Moment, das hatte ich in der vorherigen Aufnahme gesagt, aber nicht in dieser neuen. Das Spiel hat den Ort, der Ordner hat den Namen Project Hell X und auch das Spiel selbst hat den Namen Project Hell X, aber das X wurde wohl im Laufe der Zeit herausgenommen. Okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Vor langer, langer Zeit gab es mal eine Welt, so wie wir sie nicht kannten. Inwiefern? Nun, von sprichwörtlicher Dekadenz ist die Rede. Die Menschen hatten von Tag zu Tag immer weniger Lust auf ihr früheres,
ach so tolles Leben. Das erste Komma im letzten Satz ist falsch, aber ich will ja nicht auf Interpunktion, Grammatik und so weiter eingehen. Das sah man vor allem in den Bereichen Architektur und Erziehung. Aber darum geht es nicht. Nun, überall auf der Welt herrschen Rottöne und ein merkwürdiges, unvollständiges Zeichen schwebte am Himmel. Natürlich fragten sich die Menschen in ihrer depressiven Stimmung nichts. Sie gaben sich selbst alberne Tiernamen und ritzten sich ständig ins Handgelenk. Zu etwas selbst waren sie kaum imstande. Die Einstellung änderte sich schlagartig, als sich das Zeichen in eine furchterregende Gestalt wandelte. Oh ja, selbst die emotionalsten Menschen gerieten in Ehrfurcht beim Anblick des Quadratschädels dieser scheußlichen Gestalt. Die emotionalsten Menschen gerieten in Ehrfurcht? Ja gut, meinetwegen. Es nannte sich selbst Satan und wunderte sich, dass niemand von ihm gehört hatte. Ihn und ihm, da hat das Spiel ein sehr großes Problem. Nun, die Zeit spielte wohl noch vor dem Alten Testament. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Satan versklavte die Menschheit und verlangte irgendwelche Beweise der Ehrerbietung. So wollte er mit seinen Untergebenen Basketball spielen, wie man es in diesem Bild sieht. Die Rottöne wurden dunkler. Dieses Bild ist übrigens nur eine handelsübliche Metapher. Dieses Bild ist übrigens nur eine übliche Metapher, so wie sie oft bei Bösewichten vorkommt. Schließlich hielt er nicht wirklich die Welt in seiner Hand. Ist auch nicht vorzustellen, dass irgendein höheres Wesen die Welt in seiner Hand hat, also mit all den Bergen, Flüssen und Tälern. Entschuldigt, ich schweife vom Thema ab. Vom Thema, nicht von Thema! Von dem. Diese Endung mit N und M. Ganz furchtbar, aber ich versuche nicht mehr drauf einzugehen. Auch wenn es schwer ist. Bitte hört auf zu lachen. Alle Hoffnung auf Glückseligkeit schien vergebens zu sein, doch da erschien am Himmel ein Mond. Es hört sich sehr natürlich an, doch dieser Mond hatte einen Gelbton. Diesen hatte man seit Jahren nicht gesehen. Deshalb starben direkt ein paar Millionen Menschen an Augenkrebs. Es gibt keinen Augenkrebs. Nun, natürlich gibt es ihn, ihr dämlichen Ignoranten. Ihr lebt nur nicht lange genug, um es zu merken. Und ihr seid einfach zu blöd, sowas zu diagnostizieren. Das Spiel beleidigt mich. Entschuldigt, es war mal wieder einer meiner Ticks gekommen. Ich vergaß das Bild. Bitte nicht schlagen, es kommt sofort. Ja, und die Groß- und Kleinschreibung ist auch nicht unbedingt gut. Man weiß nie, wo der letzte Satz anfängt und aufhört. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Wirklich? Also ernsthaft jetzt? Ja, ja, wirklich. Nein, ich habe kein Bild vergessen. Schließlich ist der Mond auch nur ein Trabant und zu nichts imstande, logischerweise. Kann er noch nicht einmal von selbst leuchten. Wie gefällt die Sonne mit dem bösen Blick? Gab es also einen, das lässt sich nur schwer auf Gelb lesen, Marionettenspieler, der hinter alledem stand? Okay, da ist das eh zu viel. Letztendlich hört man heutzutage nur Schlechtes über den Mond. Was wäre wohl, wenn jemand anderes den Mond für diese Tat ausnutzen würde? Jemand, der heutzutage viel zu sehr gehuldigt wird. Nun ja, lassen wir mal die ganzen Verschwörungstheorien und widmen uns der Geschichte. Vier Krieger des Mondes lieferten sich eine epische Schlacht mit dem inzwischen noch stärker gewordenen Satan. Dem stärker gewordenen Satan. Aber ich gehe nicht mehr drauf ein. Nein, diese vier Krieger waren nicht weiblich und sie repräsentierten auch nicht unser Sonnensystem. Letztendlich einigte man sich auf Unentschieden und verließ den Planeten, damit sich die Menschheit wieder erholen kann. Für einen neuen Kampf mit herrlich apokalyptischem Ambiente. Doch es dauerte viel zu lang. Die Menschheit hat sich inzwischen mehrere Male fast selbst ausgelöscht. Deshalb entschied man sich, die Welt binnen 6 Tagen wieder aufzubauen. Dann haben sie eben noch kurz ein Nickerchen gemacht und waren bereit, erneut zu kämpfen. Doch leider bemerkte man, dass die Welt völlig leer stand und niemand unter ihren Spaßkämpfen zu leiden hat.
Drum führte man immer wieder kleine Kämpfe, wenn hier und da mal ein bisschen Leben war. Zum Beispiel, natürlich abgekürzt und das auch noch mit falscher Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung. Ist unglaublich, was für Fehler man alles in diese zwei Buchstaben stecken kann, in Form einer weltgroßen Flutwelle oder eine Liste immer schmerzvolleren Peinlichkeiten. Natürlich war den Menschen gleich klar, dass irgendein höheres Wesen mit ihnen Spielchen spielte und beteten es an. Um Gnade. Religionen waren entstanden. Genau gesagt, die Religion. Doch da Satan und der Mond, beziehungsweise das, was sich hinter ihm verbarg, nicht wussten, wer nun ihr Gott war, führten sie die Kämpfe weiter. Da fehlt irgendwo ein Komma, das ist ganz schwer zu lesen. So ein langer Satz ohne Komma, ganz furchtbar. Okay, aber machen wir weiter. Bis Satan aus unbestimmten Gründen verschwinden musste. Bis heute. Und dadurch gibt es keine ulkigen Kämpfe mehr und wir können uns endlich wieder selbst vernichten. Eine schöne Geschichte. Doch vergesst nicht, wa? Vergiss denn, wer sie Bescheid war. Heutzutage tun wir es nur noch zum Zweck Religionen. Okay, da fehlt definitiv ein Punkt. Doch, vergesst nicht, ne? Heutzutage tun wir es nur noch zum Zweck. Punkt. Religionen bestehen bis heute noch. Lasst euch nicht anstacheln. Jedenfalls. Oh nein! Kein Bild schon seit 2 Minuten und ich bemerke es nicht. Nun gut, unter einem bestimmten Stern soll ein Kind geboren sein. Dieses Kind ist niemand anderes als die Inkarnation Satans. Und es weilt unter uns. Oh ja, wenn dieses Kind 18 wird, dann steht einer weiteren Apokalypse nichts mehr im Wege. Also nehmt euch in Acht. Oder vielleicht lieber 9. Das wird jetzt keiner verstehen. Natürlich gibt es auch Beweise, dass es so ist und die liegen anscheinend alle in der Türkei begraben. Sie sind uns näher, als sie denken. Ein Mond. Aus dem Gold! So, das war die Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gibt es Fragen? Jo, was soll ein Dekadenz? Nun ja, das ist, wenn man... Ach, und wieso ist Satan verschwunden? Soll der nicht verstorben sein? Sie als fürsorgliche Mutter sollten... Ah gut, wurde ich gerade beleidigt? Was soll das Ganze? Unser Horrorfilm und... Wieso hast du nur so ein cooles Teil in dem... Das reicht! Verschwindet! Ihr wisst wahre Kunst nicht zu schätzen. Abgesehen davon, ihr habt so schnell geredet, ich konnte euch gar nicht zuhören. Mann! Diese Ignoranten! Stan! Ich meine Satan! Ich meine Stan! Was suchst du denn noch hier? Na was wohl? Du bist der einzige Künstler in der Stadt. Was glaubst du, was ich sonst den ganzen Tag so machen soll? Ach, du hast recht. Ich muss den Leuten was bieten. Das ist zu lahm. Ich brauche irgendwas Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade. Was Spannendes, ja. Bewegung brauche ich. Und Animationen. Naja, mit dem Ding dürfte das doch gar nicht so schwierig sein. Wovon auch immer du gesprochen hast. Meine Technik ist noch nicht ausgereift genug. Ich muss noch weiter an diesem Gerät basteln. Ich glaube, dein Fehler sind diese albernen Satiren. Alberne Satiren? Das war die ungeschminkte Wahrheit. Es muss so passiert sein. Wahrheit? Tolles Faceset. Das war wohl die zusammengewürfeltste Scheiße, die ich je gesehen habe. Ja, da fehlt ein T, aber ich wollte nur ganz dezent drauf hinweisen, ne? Ganz dekadent drauf hinweisen. Du verstehst nicht. In meinen Träumen sehe ich Dinge, die andere nicht sehen. Schließlich habe ich diese Stadt schon bereits 3-mal vor dem Feuersturm gewarnt, der einfach so aus heiterem Himmel auftauchte. Stimmt. Ich war 3-mal live dabei. Und ich war jedes Mal stinksauer. Welch Ironie. Jedenfalls, an Träume erinnert man sich doch nie genau. Deine Geschichte klang aber sehr konstruiert. Oder ziemlich nichts von Visionen. Okay, ein paar Sachen habe ich eventuell überinterpretiert, aber im Kern muss es so gewesen sein. Ich hatte diese Träume schon oft. Der deutlichste Teil war der mit der Inkarnation Stans. Satans. Hey, willst du mir Angst einjagen? Das muss... ich glaube, da kommt wer. Oh, diese verdammten, hochspringenden Olympiapriester. Hey, wie kannst du es wagen, über meinen Kopf zu springen? Nun, ich könnte auch auf den Köpfen von kleinen Satanisten wie dir springen. Okay, spring nur drüber. Hey, lass das gefälligst meine Sache sein. Nun schweig! Spreche ich da mit dem verirrten Schäflein Vincent? Was? Da fragst du noch. Ich bin ein Künstler und kein Schaf, klar. Beziehungsweise, wer hat die Tür schon wieder offen stehen lassen?
alle, die gerade rausgegangen sind? Kunst? Ich nenne es Blasphemie. Sie möchten doch nur mit ihrer Propaganda für ihre eigene Spaßreligion werben. Ach, und du nicht? Ich bin doch kein Kind mehr. Ich versuche den Menschen die Wahrheit vorzuführen. Nein, wir sind der einzige Glaube. Entschuldigung, ich hatte gerade Bullshit im Hals. Ihr verratet euch mal wieder selbst. Glauben heißt nicht wissen. Und jetzt verzieh dich. Sie, Kötzer, werden exekutiert. Kann mal jemand nachsehen, was wie exekutiert wirklich geschrieben wird? Ich glaube mit I, ne? Exekutiert? Aber bitte nur einer schreiben, nicht wieder 10.000. Und dann könnt ihr einen Daumen hoch geben und dann sehe ich sofort. Dafür sorge ich höchstpersönlich, wenn Sie sich nicht sofort entschuldigen. Also, dass er exekutiert wird. Ach, eine bessere Konte hast du nicht drauf, ah, ey, vollste hoch, Mann, jetzt rambohnen wir das ja aus, ja, zuerst trete ich dir in die Eier und danach du mir. Besser, du solltest dich entschuldigen, weil du meine Kunst verspottet hast und wie jeder weiß, Kunst ist eine Explosion und die gibt's jetzt voll in deine Fresse. Keine gute Idee, Vincent, er klingt ziemlich ernst, Alter. Das weiß ich auch selbst, Aber ernst ist auch seine furchtbare Augenbrauenkrankheit. Er hat keine Augenbrauen. Was will er denn machen? Er ist doch nur ein alberner... Man sagt nicht Messdiener. Schwuler Messdiener. Ich bin ein Pastor. Ein Pastor. Ich bin kein Diener. Außer Diener Gottes. Ich kann schon delegieren. Nicht so wie ein Regenbogendiener. Hört er gerade mit Absicht die Silbe Mess? Messdiener. Oder so. Habe ich nicht verstanden. Wohlan denn, kein Grund sich aufzuregen. Sie bekommen ihre Quittung noch. Der Herr im Himmel wird sie bestrafen. Ah, ich mag schwarze Magie. Was für ein Freak. Es gehört sich nicht für einen Pastor, sich so aufzuregen. Dieser Herr sollte die Kirche für ihre Lügengeschichten bestrafen. Nicht eher der Herr und nicht dieser Herr. Wenn er meint dieser Herr, meint er den Pastor. Wenn er sagt der Herr, meint er den Gott. Und wenn Gott die Kirche für ihre Lügengeschichten bestraft, dann wäre es lustiger. Aber das Wort dieser ist in diesem Fall völlig falsch. Tada! Naja, was soll's. Und was wirst du jetzt tun? Was ich tun werde? Ich werde das tun, was jeder gestörte Idealist machen würde. Ich meine ein Bild von Gott. Ich glaube nicht, dass man dich zu Recht als Idealist beschimpfen kann. Gestört vielleicht schon. Na dann, ich würde mal sagen, ich klebe wieder mein Faceset zusammen, damit es nicht wieder ein Pixel höher ist, als es eigentlich sein sollte, denn es flackert ständig zwischen ein Pixel zu hoch, ein Pixel zu niedrig. Ich muss nochmal rübergehen, da stimmt irgendwas nicht. Na dann, ich gehe dann mal. Viel Erfolg bei deinem Kunstwerk. Oh Mann, Vincent steckt echt in Schwierigkeiten. Aber was geht mich das ja an? Ich werde ja nicht gezielt beobachtet und gejagt. Außer von mir. Oder vielleicht doch. Dun, dun, dun. Willkommen, ich bin Stan. Und da schrumpft das Facet wieder zusammen. Der schräge blaue Kerl, da ist Vincent. Er nennt sich selbst Künstler und führt den Leuten kritische, aber auch verschwörerische Karikaturen gegen die Kirche dar. Dar, muss es heißen, glaube ich, doch? Dar, ja. Aber es ist nur so eine Kleinigkeit, ich will überhaupt nicht auf sowas eingehen. Das natürlich sehr viel Ärger bedeutet. Naja, der dummen Meute namens Volk geht beides am Arsch vorbei, obwohl sich ein klein wenig zur Kirche hingezogen fühlen. Da ist dort immer ein... Da ist dort immer ein, diese essbare Pappe zu fressen gibt. Totentun. Da es dort immer ein und dieselbe essbare Pappe zu fressen gibt. Oder einfach das Wort ein weglassen. Sie können sich auch in den Himmel kaufen, aber wer tut das schon? Ich nicht, ich habe kein Geld. Vincent ist 20 Jahre alt und lebt in seinem Häuschen. Er führt den Leuten Dias vor, erzählt lustige Geschichten. Und dann hat er angefangen, Volleyball zu spielen. Du kannst dich nun frei bewegen. Drücke die Pfeiltasten, um in die jeweilige Richtung zu laufen und Escape, um das Menü aufzurufen. Aber für dich als Maker-Veteran ist das ja nichts Neues, oder? Natürlich nicht. Also fangen wir mal an. WASD! WASD! Nee, okay.
Ja gut, dann fangen wir mal an. Wir können fast alles ansprechen. Es gibt anscheinend auch Dinge zu finden und einige recht lustige Dialoge und Monologe. Bis jetzt finde ich das Spiel lustig, unterschwellig lustig, mit ein bisschen Überschwelligkeit, ne? Ivan et Njojc. Und ja, wir fangen mal an, alles zu untersuchen. Zum Beispiel das hier. An, aus, an, aus, an, aus. Lass das gefälligst sein. Nö. Ich sagte, du sollst aufhören. Wenn du nicht gleich aufhörst, dann... Dann... Das hast du jetzt davon. Du hast mich zum Weinen gebracht. Was soll ich nur tun? Oh Mann, sein Weichei. Raus! Und da schmeißt er uns raus. Hey, woher kam das Geräusch? Hier hat doch kein einziges Haus eine Tür. Außengeist! Was auch immer das bedeuten mag. Irgendwas Cooles nehme ich an. Hollow Village. Oh nein, Hollow Village. Das Artwork ist ganz lustig. Also ich sollte schleunigst nach Hause kommen. Schließlich laufen die Schleims wieder amok und verwüsten die Stadt. Ich sollte möglichst eine Konversation mit ihnen aus dem Weg gehen, denn ich habe nur sehr schlechte Argumente. Sie sind ganz und gar durchtrieben. Mein Haus ist das letzte östlich von hier aus. Alles klar. Oh, Spielstille. Okay, könnte sein, dass es meine sind. Wir gehen aber dennoch wieder hinein, weil wir ja, nun ja, Dinge untersuchen wollen. Na los, geh schon. Du störst mich bei meinen Tagträumen. Tagträume sind wohl ziemlich beliebt unter Exzentrikern. Bitteschön. Das Licht dieses Feuers breitet sich kreisförmig aus. Wo liegt bloß der Fehler? Von der Perspektive her würde ich sagen, es ist mir egal. Hey, dieselben Stiefel besitzt Abrakus auch. Der Bruder von Abraxas. Gibt es sonst noch irgendwas? Muss ja. Lass es gefälligst sein! Ach, na gut. Hier sind jede Menge Skizzenbücher drin. Wobei das Wort Skizzen noch zu euphemistisch ist. Oder euphorisch. Vincent kann kein bisschen zeichnen, auch wenn er was anderes behauptet. Oha, hier ist ein vielversprechendes Buch mit dem Titel Der Augenjäger. Klingt nach meiner Kindheit. Ach du Kacke. Großartig. Einfach fabelhaft. Jetzt muss Vincent ihr nur noch Leben einhauchen. Es reicht ja nicht, dass er sie schon betatscht. 42! Die Antwort auf alles! Was? Bin ich ein Vampir? Sieht ganz so aus. Das dürfte ihn noch als Satanisten freuen. Zumindest hat der Pastor ihn so genannt. Auch wenn er vielleicht gar keiner ist. Und ja, mit den Schleim wollen wir uns wirklich noch nicht anlegen. Die sind wirklich zu stark. Oh. Was soll ich schon dazu sagen? Noch nie eine verschlossene Tür gesehen? Und warum fange ich wieder an, Selbstgespräche zu führen? Ich höre dir zu! So, was haben wir noch so? Ein Eimer. Und eine Kiste. Kapuze gefunden, sehr schön. Die können wir direkt einmal ausrüsten. Arm, zweiter Arm, Torso, Kopf, sonstiges. Utensilien haben wir. Hier sollte man vielleicht besser schreiben Utensilien, denn für gewöhnlich haben wir mehr als ein Utensil. Fähigkeit. Normalerweise haben wir auch mehr als eine Fähigkeit. Jetzt natürlich noch nicht, aber im späteren Verlauf garantiert. Tja. Oh. Okay. Das kannte ich noch nicht. Oh ja. Komm zu mir, mein Täubchen. Blöb. Ah. Blöb. Du bist ja gar nicht sie. Blöb. Blöb. Ganz und gar nicht. Und ich bin ziemlich angewidert. Na warte, du Lustmolch. Das nächste Mal möchte ich, dass meine Liebste vor mir steht, oder du bekommst es mit mir, einem ganz besonderen Schleibel zu tun, dessen Kampf zwei Phasen hat. Oh Gott, nein. Das ist ja eine Phase mehr als für gewöhnlich. Blob. Okay, also müssen wir seine schleimige Schleimfreundin finden. Hervorragende Attitüde. Wirklich nicht schlecht. Ja, und so, ne? Weißt du Bescheid? Hi. Du dreckiger Mensch, wagst es mich von der Seite anzuquatschen? Blöpp.
Du sollst schleunigst verschwinden, bevor wir unsere Muskelmasse spielen lassen. Plopp, plopp. Lieber verschwinden und ignorieren. Ich sollte mir lieber vorerst eine Waffe besorgen. Ich will sie ja nicht beim Marshmallow-Rösten stören. Ich frage mich, ob die nicht irgendwann mal weggeräumt werden. Draußen ist es zu gefährlich. Niemals. Brunnen und Kirchen. Das könnte mal wieder die Zeit für einen diabolischen Streiche sein. Nein. Eine unsichtbare Macht blockiert die Gräueltaten des Helden. Möchte ich noch nicht. Werden wir gleich machen. Hey, wer lässt denn in einem schäbigen Eimer zwei Nickel liegen? Und warum zerbreche ich mir über sowas den Kopf? Es ist meins! Der Finder behält es. Speichern können wir nicht. Wo können wir überhaupt speichern? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier drin gab es ja nichts. Die letzte Speicherung war eine automatische Speicherung. Okay, dann achten wir doch mal auf das Mapping. Also, die Map ist gefüllt. Ist gut. Es gibt bereits auf diesem Schirm viel zu entdecken. Es gibt eigentlich immer was zu entdecken, sobald man weiterläuft. Gefällt mir. Also für ein RTP-Mapping? Gut. Soweit ich das beurteilen kann. Und hier möchte ich ehrlich gesagt nicht wirklich... Ja! Schaden. Hier möchte ich natürlich nicht hinübergehen. Und was es mit diesem komischen, nackten Kerl auf sich hat, wo die Kontraste nicht so ganz zu passen scheinen, sehen wir uns natürlich auch noch an. Doch zuvor möchte ich einen Streich spielen. Wusste ich nicht, dass man das kann. Deswegen ist es gut, in zumindest diesem Spiel so viel wie möglich zu untersuchen. Brunnen und Kirche, ja. Streich spielen. Kritzel, kritzel. Es ist vollbracht. Mein diabolischer Plan wird schon bald Früchte tragen. Brunnen, Kirsche. Teufel. Hi. Hey, komm, lass mich näher. Blöp. Ja, daran tust du gut. Blöp. Hör zu. Blöp. Dies ist ein Wunschbrunnen. Blöp. Ich habe ganze 4 Nickel reingeschmissen, damit mein Wunsch in Erfüllung gehen soll. Blöp. Und du wirst mich nicht daran hindern, das große Wunder des Brunnens zu sehen. Genau dann, wenn mein Wunsch in Erfüllung geht. Blöp. Blöp. Okay, ich kann dann später wiederkommen. Das wäre eine Lösung. Es kann sich nur noch um Wochen handeln. Ich warne dich, wenn du mir noch einmal zu nahe kommst, muss ich notgedrungen zu Gewalttaten greifen. Aber bevor ich es vergesse, blop. Es ist schließlich Notwehr. Kein Gericht kann mich dafür anklagen. Bloppidopp. Der hat echt Probleme. Aber diese Schleime sind wirklich gerissen. Du! Verschwinde ich besser von der Theke. Oh ja, Verzeihung, wie wär's mit von vorne ansprechen? Willkommen in den Opis Schwarzmarkt. Ach, Opi, ihr habt aber einen seltsamen Namen. Ja, meine Eltern waren etwas Mischugge. Willkommen in Opis Schwarzmarkt. Ich habe nur das Beste aus alten Zeiten zu bieten. Kampfrute, verflucht. Das Zuschlagen leert die gesamte mit Doppel-M MP. Das macht diese Kampfrute aber wahrscheinlich sehr mächtig. Hätte ich gerne, es sei denn, wir finden etwas Besseres. Wie stark es wirklich ist, sehen wir leider nicht. Könnte man auch in die Beschreibung schreiben, falls das relevant ist. Sag mal, wieso verkaufst du hier nur Stöcker? Da kann doch jeder daherlaufen und einen Stand aufmachen. Nein, mein Lieber, das sind nicht irgendwelche Stöcker. Das sind Kampfruten. Naja, wie man sieht. Wahrlich Waffen aus alten Zeiten. Ja, also damals, als wir noch mit Stöckern und Steinen gekämpft haben, aber heutzutage die Jugend mit ihren iPods und ihren Karten und ihren... Blop. Tanzt, meine Marionetten, tanzt. Blop. Was willst du? Blop. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Blop. Ignorieren. Ich sollte mir lieber vorerst meine Waffe besorgen. Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst einmal in sein Örtchen, aber wir können noch mit den Leuten sprechen. Hallo, mein Junge, möchtest du einer alten Frau nicht ein paar Zündhölzer abkaufen? Nein. Verdammte Omas Elfen. Hallo, Naked Joe, ziemlich schwül heute, findest du nicht auch? Das macht mir nichts aus, ich bin nämlich ein echter Mann. I am a man. Natürlich. Habe nicht gesagt, dass du das nicht verkraftest.
Mein größeres Problem ist die Kirche. Sie versucht mir was anzuziehen. Die versucht mir echt was anzudrehen, ja? Wir haben ja keinen Sinn für Ästhetik. Ah, ich würde dringend eine Operation da unten empfehlen. Ah, das? Hab ihn abgeschnitten, muss ihn ständig am Boden hinterher schleifen und er steckt auch häufig in Ästen fest. Hab's den Kindern geschenkt, die spielen damit Tauziehen. Fuck, und ich dachte, ich könnte mich über dich lustig machen. Das ist makaber. Aber auf eine ganz gewisse Art und Weise doch lustig. Ich find's lustig. By the way, hey, was suchst du vor mein Haus? Alter, ich weiß, wo dein Haus wohnt, ne? Vor meinem Haus natürlich. Aber ich bin doch dein Onkel. Und weiter? Wie und weiter? Das reicht nicht. Haben wir sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ne. Verschwinde! Du bist es nicht wert, vor meiner Haustür zu stehen. Richtig so. Flieh wie ein winselnder, jämmerlicher Hund. Und jetzt werde ich Folgendes tun. Clusterkapsel gefunden. Clusterkapsel. Diese Kapseln sind verdammt wertvoll. Ich sollte sie gegen möglichst viele Gegner auf einmal einsetzen. Ich habe sogar schon die richtigen Gegner im Auge. Ich leider noch nicht. Blöde Sache. Aber schaut mal. Lustige Grabsprüche. Na, was wohl. Mein Vater schnitzt die Schilder, den Text schreibt gegebenenfalls ich dahin. Na, was wohl. Unglaublich. Hier liegen die Opfer des allerersten Feuersturms, welchem das Dorf ausgesetzt war. Rest in pieces. Rest in pieces. Hier hat man's Platz in der Breite. Es ist bei uns üblich, dass man die Leichen stapelt. Oh. Okay. Hier liegt niemand Geringeres als... Wer mag es nur sein? Komische Schrift, hört da auf. Hat leider nicht mehr auf den Grabstein gepasst. Ich hätte nicht zu groß schreiben sollen. Hier liegen die Überreste der letzten Insider-Witze auf Erden. Rest in peace. Und? Fake-Gods Arm und Beine. Den einen haben die da wohl vergessen. Fake-God? Nevermind. Rest in pieces. Ja, das heißt eigentlich Rest in Peace, aber es kommt von Duke Nukem, versteht ihr? Und Duke Nukem ist cool. Blökel der Widder. Entflohen aus der fünften Dimension ins Jenseits. Er hätte einfach in der fünften Dimension bleiben sollen. Rest in Pieces. Hier liegen die Opfer des zweiten großen Feuersturms, welchem das Dorf ausgesetzt war. Rest in Pieces. Und hier liegt Fake Gods Unterleib. Wer ist Fake God? Letztens war da noch extra Grabsteine für sein Glied und seine einzelnen Hoden. Waren wohl so klein, dass es keinen Sinn hatte, die zu vergraben. Denen gingen wohl auch die Grabsteine aus. Denen gingen wohl auch die Grabsteine aus. Aber gut, Rechtschreibung und Grammatik, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Dennoch, es lässt sich leider sehr oft nur sehr schwer lesen und deswegen muss ich es leider erwähnen. Hier liegt Fake Gods Oberkörper. Fake God, die Kirche ist wohl trendy drauf. Wir haben jetzt schon öfter von Fake God gehört. Und erst bei dem Grabstein fragt er sich, wer Fake God ist? Hier liegt Vincent, ein gescheiterter Künstler und Sündiger der Kirche. Die haben schon einmal Vorarbeit geleistet. Der kann froh sein, dass sie seine Körperteile nicht einzeln abtrennen und für jeden einen einzelnen Grabstein anfertigen. Ist dem letzten Sündiger passiert. Er hielt sich für Gott. Ach so, die Erklärung, wer Fake God ist, wird erst beim nahezu letzten Grabstein verraten. Okay. Hier kommt natürlich darauf an, welche Reihenfolge man anfängt, die Grabsteine anzusprechen, aber in den seltensten Fällen wird der Spieler die letzte Grabsteinreihe ganz hinten rechts ansprechen. Ne? Es ist wie beim Lesen, man liest von links nach rechts. Hier liegen die Opfer des dritten großen Feuersturms, welchen ist auf Außen. Okay. Dabei hat's meine Freundin erwischt. Oh. Ah. Ich wollte eh mit ihr Schluss machen. Aber deswegen wünscht man doch niemandem den Tod. Ah, hier liegen Fake Gods abgenackte. Da ist diesmal ein End zu viel. Knochen. Ich komme jeden Morgen hier hin, um ihnen Hallo zu sagen. Was für eine kranke Kirche muss das sein? Das wird doch nicht etwa eine Kritik an die Kirche sein, dieses Spiel hier zum Beispiel an die Kirche und an einige andere Sachen. Und damit wären wir bei dem Briefkasten von meiner Familie. So ein hässliches Ding. Nicht der Briefkasten, sondern das Wort Familie. Na gut, wir müssen hineinsehen.
Da ist er ja, unser einziger, allseits geliebter Sohn. Wippi! Wo warst du denn, Junge? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ich habe Vincents kleines Schauspiel in seinem Haus angesehen. Du warst doch dabei und bist ohne mich gegangen. Ah, stimmt ja. Das tut jetzt nicht zur Sache. Lass uns doch erstmal was essen. Nein, danke. Ich habe jetzt keinen Hunger. Ach komm schon. Deine Mutter hat es mit viel Liebe gemacht. Herzchen. Super Saiyajin. Oh. Bitte, unser allerliebster Sohnemann, verschone uns. Wir sind unwürdig, dir etwas zu essen anzubieten. Haha, es klappt ja immer wieder. Ihr habt richtig Angst vor mir. Es klappt jedes Mal wieder. Das Auslösen eines Erdbebens. Hä? Hey, das war nicht lustig. Die ganzen Möbel sind umgefallen. Ich hab irgendwas im Hals, Moment. Jetzt komm schon, er hat uns einen Heidenschrecken eingejagt mit seinen Erdbebenkräften. Ja, okay, ich denke, das können wir dir doch mal durchgehen lassen. Schließlich lieben wir dich ja so sehr. Naja, jetzt lass uns essen. Jetzt haben sie ihn. Das vergiftete Essen. Na, schmeckt dir das Essen, das deine Mutter gemacht hat? Ja. Es schmeckt ganz vortrefflich beim Anstarren. Ist ganz lecker. Hey Stan, ich hab einen Witz. Der wird dir sicherlich gefallen. Schieß los. Ich werde mir Mühe geben, so zu tun, als würde ich es lustig finden. Okay. Zwei Tomaten laufen über die Straße. Da sagt die eine zur anderen, Vorsicht, da kommt ein Elker. Matsch. Ja, ich hoffe. Da kann man noch nicht mal so tun, als wäre es witzig. Denn das war erbärmlich. Meine hätte aus Tomaten unschuldige Passanten machen können. Mann hätte aus Tomaten unschuldige Passanten machen können. Dann würde ich vielleicht schmunzeln, aber das... So, dann reichst du doch den besseren Witz, wenn du meinst, dass du es besser kannst. Von mir aus? Was ist lustiger als ein totes Kind? Ein totes Kind im Clownskostüm. Immer wieder ein Schenkelklopfer. Oh. Deine Mutter hat recht, Stan. Das war ganz gar nicht lustig. Es war grässlich. Und das beweist, ich stehe in meinem Essen und ich bin witziger als du. Oh. Mutter hat recht, wir sollten das Thema wechseln. Ich mag die Mutter. Ach, und ich glaube, da wird ein Schuhabdruck in deinem Essen sein. Oh ja, Entschuldigung, es kam wieder über mich. Ich muss mich nun mal mit jedem auf geistiger Ebene duellieren. Selbst mit meinem Sohn. Ja, Witze reißen, das ist wahrhaft die Hochburg der geistigen Herausforderungen. Und so. Haben wir schon gesagt, wie sehr wir dich lieben? Nein. Wir lieben dich so sehr, Stan. Ah ja, danke. No prop. Rums. Okay, das macht keinen Sinn. Ich halt es nicht mehr aus. Ich bin so gestresst von euch, dass ich sogar den Teller mitgegessen habe. Der einzige Grund, warum ich so nett heute zu euch bin, ist, ich will einen Vorschuss auf mein Taschengeld haben. Hallo? Wieso, was ist denn? Aber Stan, wir haben uns doch schon darauf geeinigt, dass du jeden zweiten Tag Taschengeld kriegst. Ja, aber heute brauche ich es dringend. Hä? Natürlich, um meine Gier zu befriedigen. Ich möchte mich um diese Schleimi-Plage, die unser Dorf befällt, kümmern. Ich brauche das Geld, um mir eine Waffe zu kaufen. Aber du weißt doch, nur die Kirche ist in der Lage, eine solch mächtige Bedrohung einzudämmen. Genau wie sie es schon in den letzten Wochen getan hat, wie man ganz eindeutig sieht. Moment. Hochmut ist auch eine Todessünde. Ja. Aber tu, was du nicht lassen kannst. Schließlich bist du ja unser Liebling und wir möchten, dass du uns ebenso lieb behandelst. Also deswegen, geh hinaus,
Stelle dich den Gefahren, die dich wahrscheinlich umbringen werden. Wir lieben dich. Ja, ja, und jetzt her mit der Kohle. Keke! 5 Nickel erhalten. Den Rest wirst du wohl selbst zusammensparen müssen. Und wir möchten doch wirklich sehen, wie du die Schleimus erledigst. Schließlich sollst du uns ja nicht anlügen. Naja, werde ich machen. Eltern machen sich um gar nichts mehr Sorgen heutzutage. Der Entwickler weiß, wo die Schwächen in seinem Plot liegen. Naja, ich sollte dann losgehen. Tschüss, mein liebster und einzigster Sohn, den ich jetzt bestimmt nicht verlieren werde. Komm gut nach Hause. Have fun. So, das sind meine Eltern. Ich lebe in einer bescheidenen Hütte in einem Dorf, völlig isoliert von der Außenwelt. Und bis jetzt habe ich das Dorf noch nie verlassen. Ich bin hier geboren, zumindest glaube ich das. Die Kirche nimmt einen großen Einfluss auf diese Welt. Ganze Regierungen müssen sich der Religion beugen. Die Kirche ist quasi die Regierung. Selbst in diesem kleinen, von Schleimi geplagten Dorf. Von Schleimis natürlich, aber ist ja, ja, Dings. Wobei es woanders sogar noch strenger sein soll. Ich habe das ungute Gefühl, dass etwas ganz Unangenehmes auf mich zukommen wird. Abgesehen von dieser furchtbaren Schleimi-Plage. Du führst wieder Selbstgespräche, mein Sohn. Na, Junge, Lust auf die Runde Arm drücken? Nein, Vater. Ich habe dich schon gefühlte 20 Mal haushoch geschlagen. Und das sag sogar ich. Derjenige, der gegen Vincent verliert, hm? Ach komm, hab dich nicht so. Sonst bleib mir nur noch der Junge aus der Nachbarschaft oder deine Mutter. Wie wär's, wenn du weiter an Schildern arbeitest, statt dich zu blamieren? Okay. Hab dich lieb. Ich dich auch, Mutter. Irgendwie ist sie mir unheimlich. Also, ich mag sie sehr. Sie hat einen unheimlichen Charakter. Einen unheimlichen Charakter. Ich weiß gar nicht, warum hier so viel Ritterkram liegt. Ich würde es ehrlich gesagt gerne mitnehmen, aber es ist wahrscheinlich nur Attrappe. Ach ja, meine Eltern studieren gründlich diesen Schund. Es handelt von der Wiedergeburt Satans. Deswegen haben sie mich wahrscheinlich... Ich und sprechen. Deswegen haben sie mich wahrscheinlich Stan genannt. Irgendein angeblicher fachkundiger Okkultist soll es geschrieben haben. Reinster Blödsinn, man sollte solche Leute lynchen. Okay. Allgemeine Dekoration gilt für die gesamte Stadt. Auch wir kommen also um sowas nicht rum. Sowas mit Doppel-S. Das gibt es hier übrigens öfter. Sowas wird immer noch mit einem S geschrieben. Das I-Tüpfelchen wären jetzt noch die 7-Meilen-Stiefel. Jo, das steht in fast jedem Gebäude. Auch bei Abrakus, die mir noch einen Besuch abstatten werden. Ein unlösbares Schieberätsel. Ich werde niemals an dieses Bierfass drankommen. Und hier möchte ich noch einmal auf das Facet aufmerksam machen, falls es in Vergessenheit geraten ist. Die Augenbrauen fielen. Jo. Dieser Busch ist ein Glücksbringer meiner Mutter. Zu was Lächerliches. Weiß Bescheid, ne? So. Ich bin normalerweise rotzfrech, aber gegen meine Mutter komme ich nicht an. Aus dem Geld! Was auch immer das bedeutet! Man darf es sich wahrscheinlich aussuchen! Okay, ich sollte mal mein anscheinend doch nicht so leeres Versprechen einhalten und diese Schleimis vertreiben. Es könnte mir sogar Spaß machen, da ich über Leichen gehe und gehen werde. Naja, über Schleimpfützen. Ich sollte mir aber vorher eine Waffe besorgen. Diese Schleimis saugen meine schwachen Fäuste einfach auf und man kann sie nur mit einem stumpfen Gegenstand ernsthaft verletzen. Und da widerspricht das Spiel dem ersten Let's Look At, das wir angefangen haben. Da wurden die Schleime besiegt, indem ein Schwert eingesetzt wird. In diesem Spiel muss mit einem stumpfen Gegenstand auf sie eingeschlagen werden. Womit ich im Allgemeinen zugestimmt habe. Aber, also das hat das nichts mit diesem Spiel zu tun, ich habe mir wirklich Gedanken drüber gemacht, wieso man Schleime mit einem Schwert besiegen sollte, anstatt mit einem stumpfen Gegenstand. Und es ist so, beides ist richtig. Es kann nämlich, und das ist dann die Betrachtungsweise des jeweiligen Erstellers, verschiedene Arten von Schleimen geben. Für mich persönlich ist ein Schleim eine Zusammenballung von, ja, Schleim, das einen größeren schleimigen Körper bildet. Damit ist es kein einziger fester Körper, sondern wirklich, wie der Name schon sagt, ein Schleim.
der sehr leicht zu zerklatschen ist. Wenn man durch ihn durchschneidet, setzt er sich wieder zusammen. Daher dürften Schwerter oder Klingenwaffen oder scharfe Gegenstände im Allgemeinen überhaupt gar keine Wirkung haben. Man kann es allerdings auch so sehen, dass ein Schleim wirklich eine gesamte Lebensform für sich selbst ist und eine entsprechende, ja, wie soll ich sagen, eine Konsistenz hat, die Schlagangriffe zurückprallen lässt, wie so ein Wackelpudding oder wie ist das, newtonsche Flüssigkeit oder so. Vielleicht war es auch irgendein anderer Wissenschaftler, aber wenn man auf diese Flüssigkeit hart schlägt, passiert gar nichts. Obwohl es ein sehr flüssiges, eine sehr flüssige Flüssigkeit ist. Aber sobald ein Schlag kommt, wird der abprallen. Also so in etwa, ne? Wie so halb Wackelpudding, halb diese Flüssigkeit. So könnte man es natürlich auch sehen. Und tja, funktioniert beides. Also insofern, meine Kritik im ersten Video war nicht ganz angebracht. So, aber wir machen jetzt hier mit Project Hell weiter. So, also wo wollen wir jetzt hin? Wir gehen hier hinein. Bis jetzt ist das Spiel übrigens makaber. Ich vergaß es schon beinahe, aber dieser Raum, beziehungsweise nicht dieser Raum, aber jetzt doch das hier, was wir erleben werden, ist... Naja, es spricht für sich. Es erinnert mich wieder daran. Hey, du dich fühlen ganz wie zu Hause. Danke, aber ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Das sei Ihnen aber sehr schade, du müssen irgendwann mal hier übernachten. Er ist mir immer noch ziemlich unheimlich, vielleicht wegen dieser unheimlichen Maske. Ich freue mich schon auf Nacht, da will der Maskenmann mit mir was Spaßiges unternehmen. Da fällt mir auf, letztens war doch auch so ein Kind wie du hier. Wo ist denn das hin verschwunden? Wo soll ich das wissen? Aha. Schau mir mal besser nicht in den Keller. Diese ganzen Kisten kann ich mit Enter verschieben. Da stellt sich mir doch gerade die Frage, weshalb der Maskenmann seinen Keller mit haufenweise Boxen zustellt. Da würde ja glatt ein kleiner Mensch reinpassen. In der Tat. So, mache ich das jetzt hier. Nein, das war falsch. Moment. Ich will nach hinten. Ich kann dazu jetzt fast nichts sagen. So, machen wir das so hier. Okay, so klappt das. So können wir weitermachen, wenn wir... Nein, Moment, wir müssen den hier Ach verdammt, wieso schaffe ich das nicht? Okay, nochmal. So ist es vielleicht... auch gut. Also den kann ich nicht verschieben, also funktioniert nur der hier. Den könnte ich auch verschieben, bringt allerdings nichts. Wir gehen oben entlang. So war das, genau. Was sucht die denn hier? Also erlaubt sind nur vertrocknete Leichen. Was? Jetzt macht mir der Typ noch mehr Angst. Aber eins muss man ihnen lassen. Ihm. Er hat aus dem Mädchen ein herrliches Kunstwerk angerichtet. Moment mal. Der Idiot hat die Leiche noch gar nicht geflattert. Da sind 7 Nickel drin. 7 Nickel halten. So ein Bonzenkind. Das Spiel ist ein bisschen makaber, aber vielleicht funktioniert das in dieser Welt dort so. Und außerdem, es ist ein Fun-Spiel. Ein Parodiespiel. Von daher kann man noch drüber hinwegsehen. Oh Mann, was für ein Komiker. Man sieht das Blut endlos runtergerinnen, wenn man wüsste, was der so heimlich treibt. Ja, dann hätte er aber die Cops auf dem Hals, ne? Ja gut, für das bisschen Geld hat sich das ja gelohnt, ja. Raus da! Er will wohl nicht, dass ich gehe. Ich sollte wirklich mal bei ihm übernachten. Hier haben wir also Christus mit langen Haaren. Gewagte Aussage, deshalb gibt es auch so wenig Statuen. Hier will ich noch hin. Der Zutritt zur Kirche ist strengstens untersagt. Wieso? Sollte nicht jeder beten oder beichten dürfen? Wenn dem so sein soll, dann komm sonntags wieder. Das ist doch Bullshit. Niemand genießt seinen Sonntagmorgen, indem er als Erster zur Kirche geht.
Deswegen haben wir auch diese Schleimi-Plage am Hals, weil niemand Christus als seinen Herrn und Erlöser anerkennt. Ich dachte, das liegt daran, dass jeder Einzelne hier, ausgenommen mich natürlich, noch nicht einmal stark genug wäre, ein iPhone hochzuheben. Du kleiner Mieser! iPhone? Wie auch immer, Gott wird dich bestrafen. Wieso bestrafst du mich nicht? Das, geht nicht. Ich bin Pazifist. Oh, ich hatte recht. Sehr gut. Was gibt es hier? Interessiert mich offen gestanden nicht, aber wenn wir weitergehen, werde ich wieder daran erinnert, wieso ich Hunde nicht mag. Du scheiß Töle, erschreck mich nicht so. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich großartig umzusehen, weil es einfach viel zu entdecken gibt. Und das ist... Oh, okay. Ein Raum mit viel Essen. Ein Ofen mit einem Rollkragenpullover. Gar nicht mal so dumm. Schließlich friert der Ofen ja auch. Wenn er aus ist. Scheint wohl die Rippe Adams zu sein. Mhm. Wenn er meint. Ordentliche Familie hier. Sehr ordentlich. Halten ihr Haus in Top-Schuss. I'm too sexy for my reflection. Oh yeah. So, wir haben jetzt 14 Nickel. Können wir uns damit irgendwas Dolles kaufen? Nein, noch längst nicht. Wo hat denn Abrakus gewohnt? Naja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine wirkliche Lust, mich noch groß umzusehen. Aber bis jetzt... Der Humor ist ein bisschen sehr makaber, aber da man weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, ist es wirklich nicht schlimm. Die Schiene kann man auch weiterfahren, solange es nicht übertrieben wird, aber momentan waren es eigentlich nur Side-Jokes, kann man sagen. Schwarzer Humor. Side-schwarzer Humor, also da kann man auch drüber hinwegsehen, die meisten Jokes gehen in eine andere Richtung. Tja, Rechtschreibung, Grammatik, Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung, den, von, vom, daran muss noch sehr stark gearbeitet werden. Das Mapping finde ich sehr gut. Für ein Runtime-Package Mapping ist es wirklich ziemlich gut. Da kann ich auch nichts kritisieren, habe nichts Schlechtes gefunden. Gefällt mir komplett. Zu entdecken gibt es hier anscheinend auch sehr viel, was mir auch gefällt, also an Abwechslung mangelt es nicht. Die Dialoge sind gut geschrieben, ist auch gut. Natürlich, gute Dialoge, die gut geschrieben sind, sind gut, ist ja klar. Und ansonsten kann ich dazu nicht sehr viel mehr sagen. Um mehr sagen zu können, müsste ich weiterspielen. Obwohl... Ich bin relativ gespannt, in welche Richtung jetzt dieses Spiel noch geht. Wobei, es hört irgendwo einfach mal auf. Also, ist ja keine Vollversion. Was es mit dieser Kirche auf sich hatte, das würde mich schon interessieren. Aber dennoch, so als Einschätzung, gäbe es Punkte. Ich würde mal sagen, 6 von 10 Punkten. Rechtschreibung vielleicht ausgenommen. Ja gut, also die Schiene kannst du eigentlich weiterfahren. Oh, Moment, jetzt sehe ich gerade, der Schornstein dort auf dem Haus passt nicht zum Dach. Das funktioniert von der Perspektive her nicht. Der Schornstein ist von der Seite her angeflacht, aber das Haus sehen wir von einem ganz anderen Blickwinkel. Könnte man drüber editieren. Wäre in dem Fall wahrscheinlich sogar sehr einfach. Okay. Sonst noch etwas. Laufen wir mal herum. Ach, das war doch Abrakus Zelt. Genau. Naja, der macht nichts Großartiges. Aber hier sind schon wieder diese Schuhe. Die 7-Meilen-Stiefel. Welch unlogischer Name. Schließlich werden die Schuhe ihren Namen nicht gerecht. Wenn ich in einem Schuhladen 7-Meilen-Stiefel fange, dann verlange ich auch Stiefel mit 7-Meilen-Schuhlänge. Genau das sagt ja auch der Schuhname. Oder so. Na, wieder in deine Forschung vertieft. Abrakus? Ich glaube, er ist tot. Ich komme später wieder. Ach ja, und die Facesets vielleicht noch editieren.
dass er nicht ständig hoch und runter springt. Sobald, also, es gibt ja irgendwie Facets, die sind falsch editiert worden. Jo, und sonst, ich würde sagen, das war's erstmal von dieser Stelle. Relativ gutes Spiel, kann man spielen, kann man so anbieten, möchte ich mal sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Look At. Welches das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr mir auch ein Let's Look At zuschauen wollt, bei dem ich euer Spiel kritisiere, natürlich auch Lob gebe, falls ich es nicht vergesse, denn ich muss mich mehr auf die Fehler konzentrieren, dann schickt mir doch euer RPG-Maker-Spiel an letsplaymg@googlemail.com. Und ich verspreche, beim nächsten Mal werde ich kein Bier trinken. Ach, jetzt wisst ihr es, verdammt. Gut, bis zum nächsten Mal, denn ich bin TrueMG und falls euch das gefallen hat, dann schaut doch auch in meine alten Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, mehr Speichermöglichkeiten wären wirklich prima. Bis zum nächsten Mal.